Sie sind die Meister der Lügen und die Marionetten des Systems. Es würde schon die Mehrheit genügen, aber sieh uns an, wir sind wie gelähmt. Ob rechts oder links, was bringt, sei einfach mal ein Mensch und vergiss den Hass. Es wäre nicht alles so, wie es ist, hätten du und ich einfach mal mitgedacht. Politik, wir sind allesamt nur Marionetten. Als ob sich Angela Merkel traut, die Wahrheit zu sprechen. Alles sinnloses Gelaber von einem Affenmutationsverein. Die stopfen sich doch ihre Taschen voll und obendrein ist alles heiße Luft. Wir haben alle dabei zugesehen, wie sie uns alle gleich machen wollen mit ihrem Schulsystem. Sie sehen die Sache aus einem anderen Gesichtspunkt, zwingen uns in eine Welt und schimpfen es Kapitalismus. Aber unser Geist ist nie leise, trotz der fehlenden Gerechtigkeit auf dieser Welt und steigender Benzinpreise. Was für eine Hetzjagd, sie benutzen uns als Zielscheibe, nehmen uns aus und nennen es Rechtsstaat. Sorgen dafür, dass kein Funken Hoffnung in uns bleibt. Von der Massentierhaltung bis hin zur Obdachlosigkeit. Auf unsere Meinung ist geschissen bis zum Wahltag. Dann versprechen sie wieder einen friedlichen Sozialstaat. Sie sind die Meister der Lügen und die Marionetten des Systems. Es würde schon die Mehrheit genügen, aber sieh uns an, wir sind wie gelähmt. Ob rechts oder links, was bringt, sei einfach mal ein Mensch und vergiss den Hass. Es wäre nicht alles so, wie es ist, hätten du und ich einfach mal mitgedacht. Egal ob CDU, die Grünen, die Linken oder die AfD, egal welche Partei du und deine Familie gerade wählen, alles Schwachsinn, sieh das endlich mal ein, denn wir, du und ich, sollten die Veränderung sein. Egal ob links oder rechts, es bringt nicht zu krass zu denken. Wie wollt ihr Hass erfüllt den Hass bekämpfen? Ihr sagt, wir sind das Volk, aber ich spüre keinen Zusammenhalt. Was für Familie, viele Menschen sind hier ganz allein. Wie du auch denkst, Grenzen zu oder Grenzen auf. Fremdenhass ist das Letzte, was die Menschheit braucht. Die Erde ist kaputt, wir waren unbeliebt. Lehrbar. Stattdessen schimpfen wir weiter über Asylbewerber. Und bitte noch mehr von dem Plastik in die Meere. Klimawandel, wir schicken den Kack in die Atmosphäre. Sie verkaufen Wasser an die egoistische Gesellschaft. Nestle weiß, wie man mit der dritten Welt Geld macht. Sie sind die Meister der Lügen und die Marionetten des Systems. Es würde schon die Mehrheit genügen, aber sieh uns an, wir sind wie gelähmt. Ob rechts oder links, was bringt, sei einfach mal ein Mensch und vergiss den Hass. Es wäre nicht alles so, wie es ist, hätten du und ich einfach mal mitgedacht. Denkt man nicht wie sie, hat man gestörte Fantasien und landet in der Schublade Verschwörungstheorien. Schreib dir das auf deinen Schmierzettel, mach dir Gedanken, sei nicht dumm und entzieh dich regelmäßiger Gehirnwäsche. Um Gottes Willen, sei nicht gegen den Staat, wir sind doch Personal und Deutschland eine GmbH. Die Pharmaindustrie hat auch noch nicht genug Geld verdient, aber mein Kopf, wie geht auch weg ohne Schulmedizin. Und ich frag mich, wann das Land mal wieder ein bisschen Würde kriegt. Aus allen Ecken hört man die Ängste vor einem Bürgerkrieg. Für alle, die noch nie im Leben im Osten waren, hier ist es nicht so rechts, wie soll ich die Medien so offenbaren? Die Ossis, die Wessis, auch das war damals Staatsversagen. Heute noch in unseren Köpfen nach so vielen Jahren. Ich stehe schon immer für Dinge, die ich für wichtig halte. Auch wenn du jetzt sagst, richtige Bitch, die Alte. Sie sind die Meister der Lügen und die Marionetten des Systems. Es würde schon die Mehrheit genügen, aber sieh uns an, wir sind wie gelähmt. Ob rechts oder links, was bringt, sei einfach mal ein Mensch und vergiss den Hass. Es wäre nicht alles so, wie es ist, hätten du und ich einfach mal mitgedacht. Hallöchen, meine lieben, süßen Follower und Zuschauer und Fans, die ich seit Jahren habe. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Mein kleiner Song zum Thema Politik. Eure Wörter waren mit dabei. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Ehrenwörter-Video, und zwar würde ich gerne noch ein Video machen mit 50 Wörtern, diesmal ohne Thema. Ihr könnt einfach nur irgendwas reinschreiben. Ja, ich fand das damals so cool. Ihr habt so lustige Wörter eingebaut wie Donaudampfschiffskapitän oder habt einfach euren Namen reingeschrieben, keine Ahnung, Lena und Ria und was weiß ich, was nicht alles. Auf jeden Fall war das sehr cool. So einen Song würde ich gerne noch mal machen. Also ich bin dabei. Dankeschön. 50 Wörter, egal was, jetzt hier unter das Video. Bye.